Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, das Foot Birthday Event ist gestartet. Foot 99 ist die erste Challenge. Ich hoffe, ich kriege es sogar noch am ersten Tag gleich hoch. Also, denk mal dann am Samstag irgendwann. Hoffe ich. Es gibt ein Trikot zu bekommen. Alles klar. Es gibt ein Trikot als Belohnung. Und ein kleines, seltenes Goldspieler-Set. Man muss ein Team um die beiden FIFA 09 Legenden machen, und zwar Samuel Eto'o und Cristiano Ronaldo, damals noch bei Manchester United, und Eto'o noch bei Barca. Habe ich aber nicht gemacht, ich habe einfach ein Bundesliga-Team herumgebaut und gerade so auf die Chemie auch gekommen mit 9 Spielen auf Loyalität, 8 Spielen auf Loyalität und hier auch eine Positionskarte. Ansonsten könnte man hier noch 3 Chemiepunkte rausholen, beziehungsweise hier 2. Mit Position Changes. Ihr hier auch nochmal, ich glaube, wenn ihr da keine Loyalität habt, kriegt ihr auch nur 9. Dann vielleicht auch nochmal. Ansonsten, ach man, meine Stimme gerade. Ja, war es ein relativ simples Ding. Halt einfach Bundesligaspieler, wie gesagt. Adler, Schändler, Heinz, Orban, Wendell, Meier, Schmiedebach, Holpi und den guten André Schürrle, der auch eine richtig geile Karte bekommen hat, wie ich finde. Hätte er noch Forster Skills wie vor 2 Jahren, glaube ich, dann wäre die krank. Vor allem das Perfect Link Duo dann im Sturm mit Reus. Richtig nice. Reus Karte ja auch mega geil. Als Stürmer halt. Und die erste Special Karte in diesem FIFA für ihn. So, Foot 09 abgeschlossen. Wir kriegen das nice Trikot, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sieht in Ordnung aus. Wir machen es einfach mal hier rauf. Für den Fall, dass wir vielleicht vielleicht eine Special Card, einen Inform ziehen oder einen Walkout ziehen. Ich will mir eigentlich doch diesen Yaya Touré holen für mein eines Team. Allerdings muss man dafür 4 St. Patrick's Day Spieler abgeben. Und die kriegt man halt nur, indem man die wöchentlichen Challenges erfüllt. Und es gibt halt auch nur 4. Also man kann dann, also ich kann dann halt nur diese eine machen. Wenn man sich halt nicht für Dingens, für meine Fresse, Yaya Touré entscheidet, dann könnte man vielleicht noch einen Van Persie und einen Schweinsteiger machen. Oder man macht halt entweder einen Rooney und einen Yaya Touré. Also man muss sich halt entscheiden. Also im Moment gibt es nur diese 4 St. Patrick's Day Karten und diese 4 Möglichkeiten, an St. Patrick's Day Karten zu kommen, wenn ich richtig sehe irgendwie. Vielleicht kommen hier noch Challenges oder so. Man wird sehen. Ich würde sagen, wir öffnen das seltene Goldspieler-Set in klein, hoffen, dass da wenigstens ein Bildschirm drin ist für dieses Foot Birthday Event. Es ist sogar ein Bildschirm, danke EA. Komm schon, vielleicht sogar ein Walkout, dass wir uns das Trikot mal angucken können. Es ist Umtiti. Alles klar. Immerhin ein 83er. Schade, konnten wir uns das Trikot nicht live in Action angucken. Schade, schade, aber da machst du nichts. Oh, sogar noch 3 Bildschirme. Ja, das ist ordentlich. Ein Tovin noch dazu. Verstehe zwar nicht, warum Umtiti hier angezeigt wird, wenn hier jetzt als zweite Karte angezeigt wird und dann also Radetzky hier vorne, aber ist egal. Nehme ich gerne mit. Tovin hat auch ein Upgrade bekommen. Auf eine 83 und danach, ja, ich, nice Pack. 383er nehme ich sehr gerne mit. Ich würde sagen, Leute, dann war es auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Ich hänge hier nochmal ein Untradable Inform mit dran, wo jeder Inform aus den Team of the Weeks 1 bis 26 drin sein könnte. Einfach, weil ich so viele 82er an Tradable im Verein habe und noch ein paar auf Transferliste. Und dann werde ich die auch gleichzeitig nochmal los. War ja sogar relativ billig. Man braucht nur ein 82er Team abgeben. Richtig nice. Es gibt auch nur 81 Plus Spieler. Das wollte ich gerade nochmal gucken. Ist auch okay. Und ja, es kann halt aus jedem Team of the Week sein. Von daher hoffen wir, dass es vielleicht ein Walkout wird. Dann können wir nochmal das Foot Birthday Trikot doch nochmal in Action sehen. Wäre ja ganz cool. Vielleicht ist da sogar ein nicer Inform dabei. Mal gucken. Ich würde mich freuen. Komm schon, EA, gönn uns. Es ist Arias. Der 84er Arias. Es ist der 81er Arias. Es ist nicht mal ein Walkout. Das ist bitter.